viele von Ihnen gehen regelmäßig auf Netzwerkveranstaltungen wie diese? Okay. Und wie viele von Ihnen haben auf solche Netzwerkveranstaltungen schon richtig viel Business gemacht? Okay, da zögert es schon langsam mit den Armen. Ja, herzlich willkommen heute Abend. Ich bedanke mich, dass Sie da sind. Wir könnten alle zu Hause sein, ja? Auf der Couch liegen, mit der Liebsten, mit dem Lieben, ja? Und trotzdem haben Sie sich entschieden, heute Abend hier hinzukommen. Und ich verspreche Ihnen, Ihre Zeit, hier und heute, die nächsten 30 Minuten, die sind richtig gut investiert. Versprochen. Markus und ich, wir sind schon beide seit jeweils 18 Jahren selbstständig. Und zwar, wir bieten Pressearbeit an. Also wir sind im PR-Business tätig. Unsere Themen sind Pressearbeit, Online-PR, Social Media. Ja, und für unsere Kunden schauen wir auch immer, wie das Ganze vertriebsunterstützend wirken kann. Ja? Wir bieten nämlich PR mit dem Neukundeneffekt. Was heißt das, PR mit dem Neukundeneffekt? Ja, wir entwickeln für unsere Kunden Aktionen und Maßnahmen, führen die auch durch. Und die sollen eben bewirken, dass unsere Kunden neue Kontakte generieren. Daraus sollen kaufkräftige Kunden werden und dadurch steigt natürlich im Endeffekt der Umsatz. Ja, und die ein oder andere Maßnahme oder der ein oder andere Gedanke, den wir unseren Kunden da ins Hirn pflanzen, den wollen wir heute Abend auch hier in einem kurzen Impulsvortrag vorstellen. Wir halten regelmäßig Vorträge und Seminare, zum Beispiel bei der IHK, bei Wirtschaftsverbänden, beim RKW, bei mittelständischen Unternehmen, auch im sozialen Bereich, bei Wiesbaden engagiert zum Beispiel, hatten wir ein tolles Seminar zum Thema Social Media gegeben und natürlich beraten wir auch unsere Kunden im Bereich Positionierung in Seminaren und Kundenworkshops. Und heute natürlich hier bei Business to People. Wir sind Autoren von verschiedenen Fachartikeln, das ist ja logisch, wenn man im Bereich Pressearbeit tätig ist. Und wir haben auch ein Buch geschrieben, Gewusst wie, das 1x1 der Pressearbeit. Zwei Bücher haben wir heute dabei und wer sein Kärtchen vorne in so eine Box geschmissen hat, der hat die Chance, das Buch zu gewinnen heute am Ende des Vortrages. Aber wir sagen dann gleich nochmal Bescheid, dann kann jeder nochmal sein Kärtchen zücken, wenn er noch nicht in der Losbox drin sitzt. Also jetzt müsst ihr nicht alle dahinterhin rennen. Ich drehe mich rum, gucke in ein nettes Gesicht, fast so nett wie heute Abend, und war ein junger Mann, der streckt mir die Hand entgegen und gut erzogen, wie ich bin, was mache ich? Ich nehme die Hand natürlich aus der Hosentasche, will so hingreifen und dieser Zauberkünstler, was macht der? Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden hält er mir zwei Visitenkarten hin, ja, und sagt, ich bin Versicherungsmakler. Ihr zwei, ihr seht aus, als könntet ihr eine Lebensversicherung gebrauchen. Ja, hier wird schon gelacht. Warum lacht ihr? Was denkt ihr über diese Situation? Gebt mir eure Pulse. Du applaudierst, warum? Ich weiß nicht. Okay. Bitte. Also ich würde sagen, No-Go und K.O.-Schlag auf einmal. Genau. Richtiger Schlag in den Nacken. Genau, vielen Dank. Ja. Sonst noch irgendjemand? Also ich habe die Situation für mich folgendermaßen geklärt. Ich habe die beiden Visitenkarten genommen. Habe sie zerrissen. Hab mich wieder dem Jörg zugewandt und habe das Gespräch einfach weitergeführt. Dieser Versicherungsmakler behaupte ich heute noch, der hat den Einschlag nicht gespürt. Ich habe mich aber so echauffiert darüber, ich habe den ganzen Abend mit Jörg noch unterhalten, bin nach Hause gefahren, die Leonie hat mal auf mich gewartet, ich habe gesagt, du wirst es nicht glauben, was mir heute Abend passiert ist. Und wie immer im Leben, die Männer werden mir wahrscheinlich viel Recht geben hier im Raum. Frauen haben dann auf so eine Geschichte eine ganz andere Sichtweise. Leni, was hast du mir gesagt an dem Abend?
Ja gut, zunächst war ich natürlich auch etwas erstaunt, ja, fand es auch nicht so gut, aber ich habe gesagt, im Prinzip eine Sache hat er richtig gut gemacht. Er hat gesagt, Sie wollen bestimmt eine Lebensversicherung kaufen oder Sie brauchen bestimmt eine Lebensversicherung. Das heißt, der hat aus seinem ganzen Portfolio, was so ein Versicherungsmakler hat, eine kleine Sache rausgepickt und die vorgestellt und diese angeboten. Was hat er jetzt nicht so gut gemacht? Ich glaube, das ist jedem klar geworden. Er hat irgendwie einfach vergessen, dass bei so Netzwerken oder auch überhaupt, wenn ich jemanden kennenlerne, dass ja der Mensch im Fokus steht. Ja? Gerade in der Dienstleistungsbranche ist das natürlich sehr wichtig, aber auch in anderen Branchen durchaus auch. Es ist ja People-Business. Also ich glaube, die Veranstaltung hier heißt so ähnlich. Ja? So ein bisschen. Business to People, das ist ja eben genau das, was Marlies vorhin gesagt hat. Netzwerken mit Herz, ja, darauf kommt es an. Ja, also es ist wichtig, zuerst einmal Vertrauen aufzubauen. Und das hat unser Versicherungsmensch leider vergessen. Schade. Und das vergessen aber leider ganz viele Menschen, ja. Wir erleben das tagtäglich, dass Unternehmen direkt mit der Tür ins Haus fallen und dann irgendwas verkaufen möchten. Und dann wundern die sich, warum keiner bei ihnen kauft oder warum die Quote relativ gering ist. Ja, und in diesen 18 Jahren unserer Selbstständigkeit haben wir das immer wieder festgestellt. Wir haben ja auch unsere Kunden gefragt, wenn die bei uns zum Positionierungsworkshop sitzen, dann stellen die plötzlich auch fest, machen wir vielleicht auch falsch. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen heute ein Bild mitgeben, ja, an das Sie sich erinnern können, wenn Sie auch in so einer Situation sind. Achso. Vor ein paar Monaten war es so, bei uns in der Küche ist der Rührstab auf das Ceran-Kochfeld gefallen. Das Ceran-Kochfeld ist natürlich kaputt gegangen. Was brauchten wir? Ein neues Ceran-Kochfeld. Leider gab es bei uns so Größen ein Induktionskochfeld. Und so Induktionskochfelder funktionieren ähnlich wie Gasherde. Das heißt, du machst das Ding an und das Ding hat direkt die Flamme. Das habe ich dann bei den nächsten 3-4 Gerichten, die ich gekocht habe, durch Röstaromen direkt erfahren. Ja? Die Gerichte sind quasi verbrannt, bis ich mich da so ein bisschen eingefärbt habe. Und dieses Beispiel erzähle ich halt ganz gerne, weil wir dieses Bild damit verbinden wollen, und zwar in folgender Form. Also angenommen, wir haben jetzt unser Induktionskochfeld und stellen darauf einen Topf, so einen in der Art, einen Topf, und da tun wir schön warmes Wasser rein. Ja, so lauwarm temperiert, irgendwie vielleicht so ein bisschen wie die Badewannentemperatur. Und dann kommt noch was in den Topf. Und zwar, also ich muss das noch vorweg schicken, wir sind Tierlieb, ja? Wir sind sogar Vegetarier. Also wir tun Tieren nicht zu leiden. Aber wer jetzt hier noch in diesen Topf reinkommt, ist dieser entzündete kleine Frosch. Ja? Der darf sich jetzt in den Topf einsetzen. Wohlgemerkt, lauwarmes Wasser. Wenn wir jetzt diesen Topf auf das Induktionsfeld stellen und das Induktionsfeld hochdrehen, was passiert? In sehr, sehr kurzer Zeit wird das Wasser super, super heiß. Und was passiert dann? Der Frosch ist weg, der hüpft da raus. Und hüpft ganz schnell raus. Weil dem wird das dann so ungemütlich. Ja? Das ist so ein bisschen das Bild. Bitte immer an unseren Frosch denken, wenn man jemanden Neues kennenlernt. Ja, und das ist ja im Prinzip so bei diesen Kontakten auf der Netzwerkveranstaltung auch. Ja. Also Markus hat ja erzählt, er hat sich richtig wohlgefühlt dabei, diesen Xing-Netzwerken. Ja. Und er war auch richtig schön eingesprungen in der Situation mit seinem Freund. Und dann plötzlich hat jemand von hinten auf die Schulter getippt und hat irgendwie da sozusagen die Temperatur ganz schnell hochgefahren und wollte was verkaufen. Und dann ist der Markus weggehüpft, wie so ein Frosch. Und ich glaube, dieser Mensch hat ihn dann nicht mehr gesehen und wird ihn auch nie im Leben zum Kunden machen können. Ja. Ja, aber man kommt ja auch auf ganz andere Wege zu Kontakten, nicht nur über eine Netzwerkveranstaltung. Also meine Frage an Sie, wie gewinnen Sie aktuell Ihre Kontakte, Ihre neuen Kontakte? Wo kommen die her? Neue Kontakte. Wo können die herkommen? An der Bar, sehr schön, ja. Und sonst im Business, man ist ja nicht nur an der Bar. Ach
auch auf Empfehlung, ja, sehr, sehr, sehr gut, klar, natürlich. Oder denken Sie zum Seminare, natürlich, genau. Veranstaltungen überall, auch zum Beispiel natürlich Kontakt über die Webseite, über den Newsletter, über Xing vielleicht, ja, oder man kriegt eine Facebook-Anfrage und kannte denjenigen vielleicht vorher noch nicht. Also die können eigentlich überall herkommen, ja. Ja, nur mal angenommen, man überfällt genau diese Kontakte eben auch direkt mit einem Kaufangebot, dann hüpfen die ganz schnell weg, wie der Markus und der Frosch und so, ja, ganz schnell. Ja, und dann kommt es ja wahrscheinlich noch dazu, diese verprellten Kontakte, die kriegt man nie wieder zum Kauf bewegt, weil die kaufen ja dann woanders, wenn sie mal Bedarf haben. Ja, und dieser Fehler hat deswegen also wirklich fatale Auswirkungen. Ja, über 90% von unseren Kunden, die jetzt zum Beispiel bei uns in so einem Kick-Off-Workshop sitzen, die stellen dann fest, hups, wir haben das in der Vergangenheit oft gemacht, wie dieses Froschthema. Also wir haben unseren Kunden eigentlich zu schnell auf hohe Temperatur gedreht und der ist dann doch irgendwie abgesprungen. Auf der Webseite zum Beispiel, ja, da steht oft ein großes Kaufangebot. Oder auch im Newsletter wird schnell ein Kaufangebot unterbreitet. Bei Social Media auch. Tja, aber was machen wir jetzt, wo wir das erkannt haben? Die Frage ist, wir haben jetzt erfahren, wie es falsch läuft. Wie kann ich Ihnen zeigen jetzt, wie es richtig geht? Und da möchte ich mit Ihnen einfach mal einen Blick hinwerfen, und zwar zu den großen Konzernen, beispielsweise Procter & Gamble. Procter & Gamble hat ein Portfolio, hunderte von Produkten. Und was macht Procter & Gamble? Die gehen in die Marketing-, Vertriebs-, PR-Kampagnen, vielleicht mit 20 oder 30. Wenn Sie das Fernsehen machen, da sehen Sie nicht alle diese hunderte von Produkten. Nein, Sie nehmen sich welche heraus und die Sie dann in die Vermarktung reinbringen. Und das wäre mein Impuls heute an Sie, einfach darüber nachzudenken, welche 1, 2, 3 Produkte können Sie von sich herauspicken, die Sie für Vertriebs- und Marketing-Kampagnen in den Fokus stellen. Denn das Wichtige ist, dass wir damit eine Fokussierung hinbekommen für das Neukundengeschäft. Und die Leni hat es ja eben gesagt, wir lernen aus beispielsweise so einer Netzwerkverteilung Kontakte kennen. Und wenn ich Ihnen jetzt direkt, wie jetzt in meinem Beispiel, eine Lebensversicherung anpreise, zack, sind Sie weg. Und diese Kunden Step für Step weiterzuentwickeln, diese Kontakte zu Kunden, kann beispielsweise aussehen, ich habe einen Kontakt und dem biete ich ein E-Book an. Und wir haben zum Beispiel für uns so ein E-Book generiert, das ist ein elektronisches Produkt, ein PDF, ich habe es hier heute ausgedruckt für Sie dabei, weil wir einfach festgestellt haben, dass der Bedarf draußen im Markt ist, dass die Menschen zwar gerne online erscheinen, aber auch wieder in Printpublikationen kommen möchten. Und wir geben hier 9 Erfolgsrezepte für hochwertige Printdrucke. Und das verschenken wir. Wir bekommen die E-Mail-Adresse dafür, wir verschenken dieses E-Book. Und in dem E-Book ist dann was drin? Da ist ein Hinweis auf Webinare drin, die wir geben. Das heißt, der Kontakt, der hier dran Interesse hat, ja, wird zu einem Interessenten. Und jetzt hat er vielleicht sogar Interesse, an einem Webinar teilzunehmen. Das heißt, der Kontakt wird zum Interessenten, zum Wissensinteressenten. In einem Webinar können wir jetzt beispielsweise einen Vortrag wie heute, ja, ankündigen. Und Leute, die jetzt dann unterwegs sind, machen oder wohnen, Hamburg, München, Frankfurt, wo auch immer, und sagen, wir sind in der Nähe, da komme ich vorbei. Ja? Und schon wird der vom Wissensinteressent zum Kaufinteressent, weil er vorbeikommt, weil er gibt das erste Mal einen kleinen Betrag an Geld dafür aus. Und in der nächsten Stufe, in diesem Vortrag beispielsweise, könnte ich hingehen und könnte einen Workshop-Tag verkaufen, so einen Schnuppertag. Und der normalerweise 2.500 Euro kostet, biete ich dann zum Tag an für sage und schreibe 597 Euro. Und das finden die Leute so interessant, dass sie dann richtig zum Kunden werden. Und so kann man die Leute von einem Kontakt, Kaufinteressenten zum Kunden, es geht ja dann noch weiter, Cross-Selling, was weiß ich, Kundenclubs und was man nicht alles machen kann. Und das ist eine richtige stufenweise Entwicklung, sodass der Frosch nicht einfach direkt weghüpft. Fragen bis hierhin.
dann machen wir weiter. Also ich habe ja am Anfang gesagt, der Versicherungsmensch am Beginn von unserer ganzen Geschichte, der hat ja was richtig gemacht, der hat eine Sache nach vorne gestellt. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, oh Gott, ja, ich habe ja so und so viele Produkte und Dienstleistungen und Angebote, was in Gottes Namen soll ich jetzt nach vorne stellen? Ja? Wenn ich nur eine Sache anbiete, dann kaufen die Leute meine anderen Angebote vielleicht gar nicht mehr. Ja? Also, oder es fällt Ihnen vielleicht auch die Auswahl sehr schwer, ja? Rauszufinden, wen soll ich überhaupt, welche Sachen soll ich überhaupt nach vorne bringen. So. Und auch in der Kommunikation nach außen, jetzt wir als PR-Agentur müssen ja für unsere Kunden auch die Dienstleistungen und so weiter nach draußen kommunizieren. Dann bringen wir uns ja auch einzelne Sachen raus, welche sollen das sein. Ja? Also man kann da so vorgehen, dass man sich überlegt, wer kauft denn jetzt schon bei mir ein? Ja? Wer ist überhaupt mein Kunde und mit wem arbeite ich eigentlich schon sehr, sehr gut zusammen? Was sind das für Typen? Was sind das für Unternehmen vielleicht auch? Wer sind da die Ansprechpartner? Und was kaufen diese Menschen aus welchem Grund? Wenn ich das rausgefunden habe und habe verstanden, ah ja, eine ganz große Gruppe, mit denen ich besonders gern zusammenarbeite, die kaufen dieses und jenes Produkt gern bei mir ein. Dann sollte ich genau dieses Produkt nach vorne stellen und um dieses Produkt herum erstmal den Vertrauensaufbau generieren. Und jetzt haben wir noch so ein 10.000 Euro Tipp. Ja, ich muss da was zeichnen. So, die Spannung ist gestiegen. Also was ich gezeichnet habe, ist Folgendes. Der Markus zeigt jetzt hier ein Schaufenster und in diesem Schaufenster steht exakt nur ein Produkt drin. Das heißt, das Schaufenster ist das, was wir nach draußen stellen. Das heißt nicht, dass wir die anderen Produkte nie verkaufen, ja? Weil ganz hinten, ganz da hinten im Lager haben wir noch ganz viele andere Produkte und Angebote und Dienstleistungen, die stapeln sich da haben wir Hochregale, ja? Das können wir auch alles nach vorne tragen, können sie immer noch verkaufen. So. Aber dieses Produkt im Schaufenster, jetzt fragen Sie sich, ich habe gar kein Schaufenster, ich habe gar kein Ladenlokal, was soll ich jetzt machen? Ja? Das funktioniert natürlich auch noch anders. Willst du das? Ja, ist ganz einfach eigentlich. Auf einer Webseite kann ich dieses Schaufenster natürlich auch darstellen. Ja? Auch das heißt nicht, dass ich auf meiner Webseite jetzt nur noch ein einziges Produkt darstellen soll. Ja? Aber ich könnte eine Startseite, eine Landingpage für meine Spezialkunden mit diesem einen Produkt generieren und die kommen dann später auf meine Hauptseite, wo es noch mehrere Produkte gibt. Und das Spielchen lässt sich dann für andere Produkte und andere Zielgruppen natürlich wiederholen. Genau. Also und natürlich, Stichwort Cross-Selling, das ist das, was man hinten raus machen kann mit dem, was im Lager ist. Wir sind schon am Ende angelangt. Gibt es Fragen? Die beantworten wir sehr gern. Gucken, was kann unser Kunde aus seinem Wissensschatz zum Beispiel rausfiltern, um auch so ein paar Kostproben seines Könnens dosiert abgeben zu können. Das ist was, das erarbeiten wir sehr gerne. Und natürlich unsere Kernkompetenz, Pressetext und so, das ist auch super spannend. Aber eigentlich diese Strategie dahin zu entwickeln, wie kommt jemand an Kontakte, wie kann er dann auch weitergehen und wie kann er den dann auch noch mehr verkaufen, wer sich dafür interessiert, der dieser Kontakt und so weiter bis zum Wissensinteressent, das ist das, was uns Spaß macht. Und vielfach denken die Unternehmen dann auch, oder die Unternehmer, Mensch, gerade diese kostenlosen Produkte, die ich im ersten Step ja anbieten sollte, um wirklich Interessenten zu generieren, da habe ich ja gar nichts. Und wenn diese Unternehmer dann einfach mal bei sich reinschauen, was für PowerPoint-Präsentationen, welche Vorträge oder so solche Fachartikel, Whitepaper, die schon haben, die man genau dafür nutzen kann und mit einer Stunde Zeit invest einfach aufpeppen kann und schon haben die was Wertiges an Informationen, die die nach draußen geben können, wo andere Leute wieder sehr, sehr dankbar dafür sind. Gerade das auch aufzuspüren,
in den Unternehmen, das macht sehr viel Spaß, weil die meisten haben da wirklich wie eine Blockade, sondern ich habe ja gar nichts. Und jeder hat ganz, ganz viel, weil jeder von uns hat irgendwas, was im ersten Step ja nach draußen gibt. Und das kann man quasi auch dann anders darstellen und wertig einfach dann auch an Interessenten weitergeben. Weitere Fragen? Gut, wir sind hier noch ein paar Minuten hier. Ah! Ein Finger. Was waren die Projekte, die am meisten Spaß gemacht haben und die am meisten bewegt haben? Das sind so die Teil Guerilla-Marketing-Aktivitäten auf Messen, wo wir viel mit Journalisten auch zu tun haben, wo wir die Kunden auch mit Journalisten zusammenbringen. Und die Kunden immer wieder sagen, Mensch, wie ihr das schafft, obwohl wir selbst gar nicht auf dieser Messe ausstellen, kommen die Journalisten zu uns und sind interessiert an unseren Produkten und Dienstleistungen. Und solche Dinge auszutüfteln, ja, das ist das, was uns Spaß macht und wo am meisten dann nachher auch ein Return zurückkommt. Denn wenn erstmal so ein Redakteur, ja, über eure Dienstleistungen, eure Produkte berichtet, der könnt euch vorstellen, was dann einfach passiert, ja. Dann gehen die auf die Webseite und kaufen viel, viel lieber ein. Das heißt, euer Umsatz, euer Ertrag, der geht nach oben. Und wenn ich das messbar vom Kunden auch bekomme, das ist wie Balsam. Ja, also super, vielen Dank. In unserem Impulsvorschlag haben wir Ihnen heute einige Impulse mitgegeben und ich fasse nochmal zusammen, damit Sie sich das noch in Erinnerung rufen können. Erstens, was ist der fatalste Fehler, den Unternehmen immer machen? Denken Sie an unseren Frosch. Was Sie tun sollten, Ihre Kontakte zu Kunden zu machen, Stichwort, den Kunden stufenweise zum Käufer weiterentwickeln. Und mit welcher Lösung stiften Sie einen direkten Nutzen? Das ist das, was Sie in Ihr eigenes Schaufenster stellen können. Ja, vielen Dank an Sie alle, dass Sie hier toll mitgemacht haben, so aufmerksam waren. Viel Erfolg bei der Umsetzung und wir freuen uns, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Leonie und Markus Walter. Wir haben Denkanstöße bekommen. Querdenker.